Das Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe hineinbröckeln, mit Zucker bestreuen und mit 125 ml lauwarmem Wasser und etwas Mehl glatt rühren. Den Vorteig zugedeckt an einem warmen Ort meint, 15 gehen lassen. 2 Dann eine türkische Lira Salz und 2 Esslöffel Öl auf den Mehlrand geben, 125 ml lauwarmes Wasser dazu gießen und alles 10 verkneten, bis der Teig geschmeidig ist. Den Hefeteig zugedeckt an einem warmen Ort meint, 30 gehen lassen. 3 Inzwischen für den Tomatensugo die Stielansätze der Tomaten entfernen. Tomaten kurz überbrühen, häuten und in Stücke schneiden. 2 Esslöffel Olivenöl in einem Topf erhitzen, die Tomaten dazugeben und offen unter gelegentlichem Rühren 15 dünsten, bis die Flüssigkeit etwas verdampft ist. Mit Salz, Pfeffer und zerriebenem Oregano kräftig würzen. Den Sugo abkühlen lassen. Mozzarella in Scheiben schneiden und den Pecorino reiben. 4 2 Backbleche mit Olivenöl einfetten. Den Hefeteig nochmals kneten und halbieren. Die Hälften zu runden Fladen, Klammer auf ca. 25 cm 0 Klammer zu, ausrollen, dabei die Ränder etwas dicker lassen. Fladen auf die Bleche legen und mit Tomatensugo bestreichen. Mit Mozzarella-Scheiben belegen und mit übrigem Olivenöl beträufeln. Die Pizza zugedeckt 10 gehen lassen. Den Backofen auf 240 Grad vorheizen. Die Fladen nacheinander im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 20 backen, dabei jeweils nach 2010 min. Mit geriebenem Käse bestreuen. 3 Die zuerst gebackene Pizza nochmals 2 in den abgeschalteten Ofen schieben. Die Basilikumblätter von den Stängeln zupfen und über die beiden fertigen Pizzen streuen. Servieren. Hätte Nicolino Di Camillo seine Bier- und Speisewirtschaft nicht den Beinamen Capri gegeben, wer weiß, ob die erste Pizzeria Deutschlands so populär geworden wäre. Sonnenuntergang und aufs Meer fahrende Fischer, davon träumte nach Kriegsdeutschland. Die Reise ins Sehnsuchtsland Italien lag allerdings für die meisten in weiter Ferne, viel zu teuer, wie anfangs auch die Besuche in den rasch zahlreicher werdenden Pizzerien. Also fantasierte man weiter, hörte Italienschlager und versuchte sich daheim selbst an Pizza. Das Ergebnis, ein Blech mit reichlich Hefeteig, durchtränkt von einem Belag aus dicken, halbreifen Tomatenscheiben und Reibekäse. Furchtbar? Nein, im Gegenteil, es schmeckte herrlich, exotisch anders und ein bisschen nach Süden. Wie man die Urform der Pizza wirklich zubereitet, lernten wir später.